Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ihr seht, es ist viel los. Ich bin angekommen in Dortmund, absolutes Bundesliga-Topspiel. Der VfB gastiert hier heute Platz 3, den Platz 4 in der Tabelle. Aber die Bayern holen wir heute auch noch ein. Könnt dann schon mal eure Tipps hier reinhauen, wie ihr denn das Spiel aussieht. Wenn euch das Video gefällt, lasst schon mal einen Daumen nach oben da. Ich hab richtig geile Plätze heute. Erste Reihe, Freunde, nehmt euch mit. Wird nice. So, was gibt's hier Leckeres? Schnitzel sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Bratkartoffeln. Kim schmeckt's auch. VfB ist auch da. Bier ist auch da. Freunde, das ist herrliches Wetter. Gutes Essen. Auswärtssieg feiern. Champions League klar machen. Und dann wieder auf Reisen gehen. Das ist jetzt der Plan. Ich lass mir schmecken. So, ich habe jetzt ein paar VfB-Fans getroffen. Sind nämlich heute 8000 mindestens am Start. Mein Tipp für heute ist natürlich, dass der VfB gewinnt. Das ist klar. Ich sag, gibt ein 3-1 Auswärtssieg und dann steppen wir Richtung Europa. Mal schauen, was die Jungs hier sozusagen haben. Also ich sage, es wird ein eindeutiges 2-3. Ja, ich glaube, nach Heidenheim kommt die Reaktion mit einem 3-2 für uns. Jawohl. Ich gehe ganz klassisch mal mit einem 2-2. Ich glaube, es wird ein sehr spannendes Spiel. Und deswegen, ja, es wird schwierig, aber ein 2-2 nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, Stuttgart-Dortmund immer viele Tore, aber ich sage trotzdem 2-1 Sieg für uns. Wir ziehen das Ding auswärts. Es muss ein ganz klarer Sieg geben. Auswärtssieg. Auswärtssieg. Was hier schon los ist, vorm Stadion, im Stadion, heute 50 Jahre, Westfalenstadion, gibt eine krasse, krasse Choreografie, angeblich über drei Tribünen, das ist echt crazy, crazy, was hier los ist. Ein paar VfB-Fans sind da, die ganze gelbe Wand ist voll, richtig krass. Der Wolf-Fuß ist auch da, beraten, mit Lothar, Freunde, mit Lothar. Steht 0-0 zur Halbzeit. Dortmund hat gefühlt einen Tick mehr vom Spiel. Ich glaube, mehr Ballbesitz. Wir hatten eine große Chance durch die Rassi. Ansonsten ist es auf jeden Fall offen. Alles drin, 0-0. Am Ende muss ich sagen, einen Unentschieden nehme ich. Es ist geisteskrank laut, wirklich Respekt hier an das Stadion. Macht viel Spaß, zweite Halbzeit, alles drin. Männer, Männer, vamos, vamos, vamos. Also bis jetzt ist ein geiles Spiel, 0-0. Also ist ein spannendes Spiel. Stuttgart drückt, Mittelstädt auch. Und ich sage, also es wird ein 1-1. Beide Mannschaften sehr stark. Lasst ein Plus, bei Niki erst der Beste. Sehr, sehr, sehr.
Stuttgart International nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Freunde, wir gewinnen in Dortmund 1-0, maybe etwas unverdient, ich geb's zu. Aber scheißegal, wir nehmen 3 Punkte mit. Geiles Stadionerlebnis gewesen, war auf jeden Fall alles mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt rein, wo ich nächstes Jahr ins Stadion soll, weil ich glaube, wir fahren international. Hat echt Spaß gemacht. Danke für den Support, damit bin ich raus. Ciao.